Wir begrüßen Sie herzlich im Olymp. Ja, so heißt er wirklich, unser Probenort in Düsseldorf-Lierenfeld, den wir mit den Jugendorchestern der Tonhalle in friedlicher Koexistenz beleben. Zurzeit ist das hier unsere musikalische Quarantänestation, denn Corona macht Konzerte ja bekanntermaßen unmöglich. Professionelle Proben sind immerhin erlaubt. Und damit wir nicht ganz in der Versenkung verschwinden, möchten wir Sie in eine Probe hineinschauen und vor allem hineinhören lassen, die wir in letztlich vergeblicher Vorbereitung auf ein Programm mit Schönbergs Kammersymphonie und Bergs Kammerkonzert abgehalten haben. Damit wollen wir zugleich frohe Weihnachten und ein sehr viel besseres, schlicht zunehmend normaleres 2021 wünschen. Ihnen und uns. Schönbergs Kammersymphonie und Bergs Kammerkonzert sind so etwas wie die frühesten Meilensteine der Ensemblemusik, also nicht Orchester und auch nicht Kammermusik. Ensemblemusik ist die Erfindung des 20. Jahrhunderts. Die Kombination dieser beiden Stücke macht für mich den Übergang vom noch romantischen zum schon modernen deutlich, anschaulich, hörbar. Schönberg schrieb seine Kammersymphonie 1906 quasi als seinen Abschied von der tonalen Musik, provozierte damit aber einen der damals allerdings nicht seltenen Konzertskandale. Neu, markant und berühmt geworden ist die fünffache Quartschichtung, die das Signal der Hörner nach kurzer Einleitung exponiert und die dann unüberhörbaren Einfluss auch auf die Harmoniebildung des ganzen Stückes hat. Alban Berg widmete knapp 20 Jahre später, er kam ein bisschen verspätet damit, das Kammerkonzert seinem Lehrer und Freund Arnold Schönberg zum 50. Geburtstag und bezieht sich darin dezidiert und vielfältig auf die Kammersymphonie. So zitiert er das erwähnte Quartenmotiv, zwar nicht mehr signalhaft, setzt dafür aber gleich noch eine sechste Quarte obendrauf. Geht sozusagen einen Schritt weiter. Hier Schönberg. Und jetzt Berg. Auch Bergs Harmoniebildungen sind geprägt von den Quartschichtungen mit einem doch erstaunlich anderen Ergebnis. Alban Berg entwickelt melodisches Material auf der Basis der 1923 veröffentlichten Methode des Komponierens mit 12 nur aufeinander bezogenen Tönen Schönbergs, ohne sein Werk streng nach diesen Regeln zu komponieren. Dennoch ist das Stück sehr konsequent in dem, was ich musikalische Informationsdichte nennen möchte. So werden die Themen in unterschiedlich langen Notenwerten zeitgleich geschichtet oder in Umkehrungen oder im Krebsgang vorgestellt. All diese kompositorischen Techniken sind essentielle Bestandteile der Schönbergschen Zwölftontechnik. Letztlich stellen diese kompositorischen Vorgehensweisen aber keinen Bruch mit dem Vergangenen dar, sondern sind steinalt und schon bei Johann Sebastian Bach in der Kunst der Fuge in Vollendung zu bewundern. Im Konzert würde ich chronologisch vorgehen. Zuerst das Vorbild Schönbergs, dann der Reflex bei Berg. In einer Probe gelten andere Regeln. Wir beginnen deshalb mit dem Kammerkonzert von Berg und das auch noch in Umkehrung und in Auszügen. Zunächst mit dem dritten Satz, einem Doppelkonzert für Violine und Klavier. Dann folgt hier der zweite Satz, ein Violinkonzert. Zuletzt der erste, ein Klavierkonzert. Thank you.
Und nun zur Kammersinfonie. Heute erscheint uns beinahe unvorstellbar, dass diese Musik einen Skandal hervorgerufen haben soll. Es liegt auch vermutlich nicht so sehr an der durchaus romantischen Musiksprache, sondern eher an der übergroßen Dichte der musikalischen Informationen, um auch hier nochmals auf diesen Begriff zurückzukommen. Diese strukturelle Kompaktheit stellt hohe Anforderungen an die Zuhörenden und natürlich ebenso an die Ausführenden. Und das hat damals ganz sicher beide Seiten gehörig überfordert. Dabei scheint diese Informationsdichte durchaus Vergleichbares aus dem alltäglichen Leben der damaligen Zeit zu spiegeln. Verkehr, Mechanisierung, bewegte Bilder. Wir hören diese modernen Zeiten heute viel eher in der Musiksprache Bergs, in seinem Kammerkonzert, so finde ich zumindest. Ein Weltkrieg liegt zwischen diesen beiden Stücken. Aber Wahrnehmung damals und heute ist eben nicht dieselbe.